Mit einem zuverlässigen Boot wird der Fang von großen Fischen schon fast zum Kinderspiel. Schaut euch mal dieses Monster an. Wahnsinnsfisch. Nur fliegen ist schöner. Hi, ich grüße euch hier direkt vom Wasser und möchte euch in diesem Video mein neues Schlauchboot vorstellen. Das Zepter Ultra Pro 330 in der Black Carbon Optik. Mein Zepterboot wurde in den letzten Wochen schon richtig hart rangenommen. Also man sieht, da ist schon ordentlich Wallerschleim auf dem Gummimantel verewigt. Der erste Fisch, den ich mit diesem Boot, wo ich es von der Firma Zepter von Martin Jeremis bekommen habe, fangen konnte, war ein Waller mit 2,55 Meter, weit über 100 Kilo Gewicht. Absoluter Monsteralarm, Jungs. Petri. Danke. Zeig mal hinten die Schwanzflosse. Das ist ein 330er Boot. So geil. Also da seht ihr mal, dass man auch mit kleinen Schlauchbooten richtig große Fänge erzielen kann. Heute hier in Deutschland am heimischen Rhein musste dieses Boot wieder zeigen, was es kann. Ein paar Ausschnitte von diesen beiden 2 Meter Fischen, die wir fangen durften, zeige ich euch jetzt hier im Video. Seht ihr, wie schön und sicher man sitzt hier auf dem Zepter 330. Super Platzangebot im Boot. Ich lade euch mal ein, einen Blick in mein Zepterboot reinzuwerfen, welche Dinge ich hier an Bord immer dabei habe. Fangen wir mal hier drüben an. Vom Kaiser Edelstahl Design habe ich die Geberstange. Es ist eine Speed-Geberstange, die sich sehr einfach durch Rastermöglichkeiten einstellen lässt und auch bei schneller Fahrt super und zuverlässig den Geber im Wasser hält. Ganz tolles Teil. Für den perfekten Antrieb meines Zepterbootes nutze ich einen 9,9 PS Mercury Motor. Bin ich sehr zufrieden damit. Also in Verbindung mit diesem Motor ist das Boot wirklich richtig schnell. 30 km/h sind kein Problem auf dem Wasser. Dort, wo es erlaubt ist, natürlich nur so schnell zu fahren. Aber ich habe auch genug Power, wenn ich mit viel Tackle, mit einem großen Fisch oder noch mit anderen Anglern unterwegs bin. Also in Verbindung mit einem 10 PS Motor absolut perfekt. Hier im hinteren Bereich seht ihr schon, ganz hinten ist mein Tank. Der ist an einer Tanksicherung hier fixiert. Die wird von Zepter mitgeliefert. Da ist der schön fest im Boot verankert. Direkt daneben folgt mein Echolot. Ich nutze hier das Garmin Striker 7. Sehr zuverlässiges Gerät, was mir alle Möglichkeiten und Bedienelemente bietet, die ich auf dem Wasser brauche. Downscan, Sidescan, GPS, alles hier in diesem Gerät inbegriffen. Hier vorne folgt unser Plaquette Boat Accessory Keeper. Eine ganz coole Tasche, die kommt jetzt im Sommer auf den Markt. Ich zeige euch das mal. An der Tasche hinten dran ist so eine Aufnahme. Die könnt ihr ganz bequem dort, wo eigentlich die Sitzbänke reinkommen, an eurem Boot einführen, draufschieben und an die gewünschte Position schieben, wo ihr sie braucht. In dieser Tasche ist alles drin, was ich beim Wallerangeln benötige. Schnur zum Steinebinden, Reißleine, ein Päckchen mit Wirbel, Knicklichter, ein paar Schwimmer, Gummischlauch, Ausleger, also alles, was man immer griffbereit braucht, ist hier sicher verstaut. Im hinteren Feld der Tasche findet meine Wallerzange Platz.
im vorderen Bereich meine Schere. Hier ist ganz cool, die ist an so einem Gummiband befestigt, damit sie nicht wegfliegt und nicht wegkommt. Im unteren Bereich des Black Cat Boat Accessory Keepers ist nochmal eine große Tasche. Hier finden sich auch Ausleger, Wickelausleger, normale Ausleger, alles was ich so benötige. Und vorne in der Netztasche habe ich noch ein paar Ersatzgummis und ein paar Reißleinwirbel. Also alles super verstaut, sicher verpackt und ganz wichtig vorne mein Glückszwerg, der ist natürlich immer dabei. So viel zu den Materialien, die ich immer in meinem Boot, in meinem Zepter verbaut habe. Hier oben an der Führung, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, kommen, wenn ihr sie benötigt, die Sitzbänke drauf. Die werden auch einfach nur drauf geschoben. Im Lieferumfang des Zepter Pro 330 sind zwei Sitzbänke enthalten. Ich beim Wallerangeln, wo ich das Boot mit dem Motor antreibe, benötige die Sitzbänke nicht. Die liegen bei mir daheim in der Garage. Zwei Paddel sind dabei, links und rechts. Auf der einen Seite habe ich das Paddel entfernt, weil es mich ein bisschen beim Angeln stört. Aber ein Notpaddel hier an der linken Seite ist fest fixiert auf dem Boot und immer dabei, falls mal der Motor spinnen sollte. Im vorderen Bereich, finde ich eine ganz coole Sache, habt ihr eine Ankerwinde, wenn man sie benötigt. Also ihr könnt ganz problemlos über diese Winde hier euer Ankerseil hoch und runter ziehen. Das Ankerseil ist dabei perfekt geführt, läuft über dieses Rad. Finde ich eine tolle Sache für Angler, die auch mit dem Schlauchboot dann irgendwo mal ankern wollen und dann vom verankerten Boot aus angeln möchten. Ganz toll an den Zepterbooten finde ich, man sieht hier wirklich, dass diese Boote von Anglern für Angler entwickelt und gebaut wurden. Denn es findet sich überhaupt kein Schnickschnack an diesem Schlauchboot. Viele Hobby- und Freizeitboote, die ihr so auf dem Markt findet, haben immens viel Schnickschnack am Boot verbaut. Irgendwelche Schnüre, irgendwelche Leisten, irgendwelche Clips, alles was beim Angeln eigentlich nervt. Am Zepterboot sind auch Halte- und sogenannte Sicherungsleinen verbaut. Aber der Angler, der mit dem Boot unterwegs ist, hat die Möglichkeit selber zu entscheiden, ob er sie in dem Moment braucht oder nicht. Und kann dann ganz einfach diese Sicherungsleinen oder Halteleinen, wie ihr sie nennen möchtet, vom Boot abklippen. Ihr könnt sie an beliebiger Stelle anbringen oder halt komplett weglassen, wenn sie euch nerven, also wenn sie euch stören sollten. Das ist eine ganz coole Sache. An vielen Schlauchbooten läuft ja überall Schnur außen rum und es verwurstelt sich alles. Das ist hier bei den Booten nicht der Fall. Alles sehr, sehr einfach, aber dafür effektiv gehalten für uns Angler. Das Zepter Pro gibt es in zwei Längen, 3 Meter und 3,30 Meter. Wie gesagt, ich fahre aktuell das 3,30 Meter Modell und in zwei Breiten. Das Ultra Pro hat eine Innenbreite von 80 cm. Wenn ihr es als Big Catch euch holt, Big Catch Pro, wird das Boot innen 10 cm breiter. Ihr habt dann eine Innenbreite von 90 cm. Das ist dann so ein richtiger Lastenkahn, also wo ihr richtig Material drauf schmeißen könnt. Ich persönlich nutze sehr gerne für meine Fischerei die Ultra-Version, also die schmale Version. Mir reichen 80 cm Innenbreite. Wenn ihr aber immer viel Tackle mit eurem Schlauchboot transportieren möchtet und das Schlauchboot als Hauptboot benutzt, dann rate ich euch, die Big Catch Version zu benutzen mit dem größeren, mit dem breiteren Innenraum. Das Boot besteht aus drei Luftkammern. 1, 2, 3. Diese werden alle relativ schnell mit einer Hubpumpe aufgepumpt. Die Pumpe ist im Lieferumfang enthalten. Der Boden des Bootes, dort wo sich alles abspielt, wo ihr steht, wo ihr sitzt, wo ihr euer Material lagert, ist ein ganz hochqualitativer Aluboden. Dieser sorgt für eine hohe Stabilität des Bootes. Ihr könnt also problemlos auch drin stehen und im Stehen angeln und hervorragende Fahreigenschaften und Sicherheit auch bei starkem Wellengang.
Die Gummimaterialstärke des kompletten Bootes ist 0,9 mm stark. Das ist ganz optimal und perfekt, damit das Boot auch gegen äußere Einflüsse optimal geschützt ist. Denn beim Angeln wird es ja des Öfteren mal richtig rangenommen. Und die Pro-Version, einige haben mich ja schon angeschrieben und gefragt, was bedeutet denn eigentlich Pro? Ist das nur für professionelle Angler gedacht? Nee, natürlich nicht, das ist Quatsch. Pro bedeutet, bei der Pro-Version ist ein richtig starker Unterbodenschutz verbaut, dass ihr das Boot auch problemlos über Steine, Kiesbänke und sonstige Sachen ziehen könnt oder auch mal dagegen fahren könnt, überfahren könnt, was euch im Wasser so begegnet. Ja? Zeige ich euch mal diesen Unterbodenschutz. Mega Sache. Seht ihr das? Komplett im vorderen Bereich eine richtig dicke Gummischutzschicht zusätzlich verbaut, damit das Boot optimal geschützt ist. Damit haben natürlich scharfe Steine, Muscheln oder sonstige Dinge, die euer Schlauchboot von unten beschädigen können, kaum mehr eine Chance. Ich hoffe, die Produktvorstellung meines neuen Bootes hat euch gefallen, bringt euch vielleicht auch etwas weiter, wenn ihr in Zukunft euch auch ein Boot anschaffen möchtet. Ich persönlich bin komplett begeistert von meinem Zepter Ultra Pro 330. Schaut ihr doch einfach mal auf der Homepage bei Zepter vorbei. Ich verlinke euch alles hier in der Videobeschreibung. Ich bin mir sicher, dort werdet ihr auch das perfekte Boot für eure Bedürfnisse finden. Ich wünsche euch viel Spaß am Wasser. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Und ich werde jetzt mit meinem Zepter zum nächsten Angelplatz heizen und mein Glück versuchen. Bis dann, alles Gute, euer Stefan. Ciao, ciao.